Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Natürlich hier mit dem Herr Abtein. Hallo, und Casino ist auch da. Dem roten Schild. Also, wir haben für den Roboter-Prototyp, für den Constructor, haben wir Beine besorgt. Und Waffen? Vergiss die Waffen ja, nicht. Die haben sie halt schön eintrainiert beim Schießen. Und die Beine haben wir dafür die Facility in so einem Roboter eingepflanzt und die ist dann ein bisschen herumgetorkelt. Und sie ist immer noch nicht begeistert von ihrem neuen Mülltonnenkörper. Richtig. Und die finden es wohl nicht toll, ein Mensch zu sein. Ne? Also. Beine zu haben. Ja. Und die ist salty. So, und jetzt müssen wir den komischen Prototypen weiterverfolgen. Der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okay, die Uhr tickt. Gehen wir's an. Woher ballert dein? Granate, kommt! Bitte nicht! Nein! Tod! Schaffst du's? Glaube nicht. Ah, nee. Helf mir lieber. Danke. Hier ist noch ein Badass, Vorsicht. Ich habe ihn gefroren und bin in der Luft gestorben, lol. Wow, ey. Glaub, du musst mir helfen. Gar nicht, warte. Komm, steht auf! Mit Sauerstoff kann man ja immer wiederbeleben. Das ist super. Ach, der ist so ein Dahl-Typ. Ja. Das erklärt, warum ich gestorben bin. Ah, da oben schießt noch einer. Ach, der ja, Badass. Ja, Badass, der... Oh, Leute, meine Granaten, die kann man aber nicht weit werfen. Ne? Ah, gleich kommt nochmal eine Explosion. Episch. Geh schon immer extra weg, wenn deine Explosionen kommen. Angst vor denen. Bisschen die Atombombe. Also ich jetzt nicht so. Steht die einmal... Gegner dürfen auf jeden Fall müssen wir mit der einen Waffe töten, ja? Und dürfen auf jeden Fall nicht mit anderen Sachen, weil mit der speziellen Questwaffe. Moment, wartet! Ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem... Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Constructor installieren? Von mir aus? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstens ein paar Tage. Ja gut. Zu lang. Wollte bis dahin sagen. Hat Sape dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. X gegen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger, los. Sorry, Felicity. Der Mond kann nicht warten. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Also, ist es wirklich eine Idee, die KI, die keinen Bock darauf hat, in einen Kampfroboter einzupflanzen? Nein. Nur so... Also, ich weiß nicht. Alles, was ich über KIs weiß, ist, du solltest sie möglichst nicht anpissen. Sonst endet das ganz böse. Weißt du, ja. Vor allem, ich mag eigentlich Felicity, die ist nicht verrückt, was auf dem Mond und Pandora schon eine Besonderheit ist. Guck mal, das hier wird bestimmt kein Bosskampf. Ich habe jetzt gerade mal gelesen, ich habe erhöhten kritischen Schaden, wenn ich in der Luft bin. Fliege. Na, das wird witzig. Okay, Munition habe ich eigentlich voll. Lass mal keine Munition aufsammeln. Ich glaube, die brauchen wir gleich während des Bosskampfs noch. Ja. Aber wir können die Kisten schon mal aufmachen. Ja gut, ich hab gar nicht so viel Muni. Ich hätte vielleicht... Warte, da vorne war da. Ich hole eben Muni. Ich kaufe mir eben. Ja, ich mach in der Zeit hier einfach alle Kisten auf und sammle nichts auf. Da müssen wir nämlich im Gefecht gleich nur dran vorbeirennen. Das Ganze sieht überhaupt nicht danach... zurück, ja. Ey, das sieht überhaupt nicht danach aus, als würde der Roboter gleich Amok laufen, ne? Gar nicht. Ah, sollte noch klappen mit Muni hier. Ja, ich... Warte, ich check meine Waffen. Passende Waffen. Ja. Säureschaden wäre wahrscheinlich gut. Ja, Fleisch brauche ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas mit Säureschaden? Auch effektiv gegen Schilde? Nee, ich habe leider keine Säurewaffen. Schockschaden. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ich bleib bei meiner Kryo-Waffe. Die hat sich ja, ich hab auch noch so ein SMG, warte, aber da gut, da habe ich nur so wenig Muni für.
Ja, 41. Theoretisch, ich denke mal, irgendwoher wird hier gleich noch Muni finden. Ah, hier ist, weil ich guck mal, ich sammle nur die SMG-Muni auf. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie die SMG-Muni aussieht. Lang, ganz lang und dünn, ja. Hier, lang hier, guck mal, hier, die hier. Ja. Komm mal hier hin zu mir, die hier ganz unten links. Ach, das ist SMG, okay. Ja. Right. So, ich glaube, ich habe alle Kisten. Nein, habe ich nicht. Installiere Felicity. Arme Also ich muss sagen, Felicity tut mir schon leid. Erst haben wir sie gerettet und jetzt missbrauchen wir sie genauso wie Bootsmann vorher. Also an ihrer Stelle wäre ich auch echt pissed. Ja, schon. Aber es ist halt wirklich so. Vielleicht deswegen so salty, ja. Naja, es ist halt wirklich so, wir können ja nicht warten. Ich meine, wenn der Mond aufplatzt, dann ist Felicity sowieso tot. So, sollen wir die finally installieren? Warte. Ich stelle mich hier oben hin. Okay, installiere sie. Willst du nicht wieder auf da drauf, auf dem Ding drauf gehen? Oh, warte mal, vielleicht kriege ich das hin, das wäre lustig. Ich will auch, schaffe ich das dann auch direkt rüberzukommen? Nee. Ah, du kommst da nicht hoch, das ist ein Block. Ah, okay. Arme Felicity. Viel Glück. Alles, was aus dem Kampf hilft, löscht den Rest. Warum? Felicity, sorry. Warum behalten wir nicht einfach alle Daten? Nein! Halt! Nein! 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 What? Wenn ihr nur was wollt, das könnt ihr haben! Amok, Felicity, wenn Elpis nur mehr Zeit hätte. Ja, dann hätten wir sie retten können. Okay, drauf da. Ich hab's schon gesagt. Wir brauchen das Ding intakt abschalten, aber nicht zerstören. Ach so, ja gut. Zerstören. Wir müssen die Geschütze kaputt machen. Die Geschütze. Gib mir Schutz. Oh lol. Ich hab das eine Geschütz ist fast kaputt. Keine Zweites Bewegung. Geschütz kaputt. Ich liebe Humor. Wo sind die Geschütze? Ich seh die gar nicht. Oben drauf. Ach so, lol. Okay, ich glaube, wir haben sie. Oh, fuck. Sie ist bei mir. Was zur Hölle? Vor allem mein toller Blutungsschaden bringt das dagegen nichts. Weil scheiß Roboter nicht bluten. Auf dem Auge kannst du kritten. Ah, gut, jetzt sind wir. Schnell die Reparaturdrohne. Reparaturdrohne. Da oben. Mach sie weg. Nicht, dass sie sich heilt. Danke. Ah. Perfekt. Aber das sind mehrere. Ah, da ist noch eine. Echt? Hä? Ich treffe die gar nicht. Oh, ich beschäftige Felicity. Okay, ich hab die Schilddrohne. Ja, die haben sie wieder auf. Also, jetzt deaktiviert. Denkst du, das hält mich auf? Ab sofort seid ihr alle Scarves für mich. Und jetzt entfesselst du mein wahres Potenzial. Blitzdown, los! Vollständiger Speicherreboot. Das Ding muss bald Trost und voll badassig sein. Blitzdown! Sir, ja, Sir. Ja, der Hammer. Sieht euch die Kleider an. Ich find's nicht so der Hammer. So cool, aber warum greifen die uns an? Blitzdown? Ich tue ja mein Bestes, aber die KI wehrt sich. Wir müssen sie ganz deaktivieren, bevor ich sie kontrollieren kann. Ich arbeite dran. Hast du Granaten? Nein. Wir haben sie fast. Damit kann welche auch sammeln. Drauf da. Okay. Wir haben sie fast. Ein paar Schüsse noch. Komm schon. Das müsste es doch gewesen sein. Ja, ich hab genau keine Munition mehr. Alter, wenn das so weitergeht, sterbe ich noch. Warum ist sie nicht kaputt? Warum ist sie nicht aus? Ich meine, die hat doch kein Leben mehr. Mein Schild aktiviert. Ja, wahrscheinlich noch fast in den letzten Bewegungen. Wow, das war heftig. Oh, okay. Oder sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Gladstone, bauen wir ein paar geile Roboter. Heile Alpha! Oh, die Stimme ist ja mal mega unsexy. Pfeifen wir uns an? Nee. Nein. Okay,
Okay, nicht schlecht. Aber es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt das gewisse Etwas. Spritzen wir sie Hyperion-Gelb. Ja, Sir. Das Ding sieht nicht mehr so ganz intakt aus. Ne. Ja gut, wir haben ja auch gut draufgepfeffert, da. Das habe ich gemeint. Supergeil. Soll ich jetzt mehr davon produzieren? Loot. Logo. Wenn ich so drüber nachdenke, so manches müsste auch aufgepeppt werden. Ich notiere mir das mal kurz. Coole neue Namen und Farben für Hyperion ausdenken. Warte, ich werde sofort ausprobieren. Wir können loslegen. Komm wieder zu Moxie. Dort rüsten wir dich für den großen Kampf aus. Ja, ja, warte. Ja, warte. Ich habe einen Granatenmod gefunden, einen legendären. Und zwar, ja, warte, müssen wir gucken, wer von uns den besser gebrauchen kann. Ja, ich bin ja eigentlich aktuell zufrieden. 556 Granatenschaden, 701 Explosionsradius, 0,0 Sekunden Zündungszeit. Lol. E gleich MC hoch, was zum Teufel, Schockschaden und 111 als Dings. Soll ich mal ausprobieren? Ja, probier mal ruhig aus. Ja, warte, jetzt nicht gucken. Achso. Ich werf das hier gegen das Tor. Also das explodiert nach einer Sekunde 0. Hä, wo sind die jetzt? Da. Ach, da ganz. Hä? Hui. Ja. Aber wahrscheinlich, sobald die einen Gegner trifft. Oh, da ist noch was Lilanes. Und was ist es? Stingray. Ah, Stingray Skin nur. Schade. Oh, guck mal, hier sind noch ein paar Kisten. Ah, da vorne ist auch noch eine Tür aufgegangen, ne? Markant Amarant. What the fuck? Boah, Alter, guck dir den Loot an. Da noch mehr? 1, 2, 3, 4 Loot, 5 Lootkisten. Ah, guck mal, wo wir jetzt gleich hin müssen. Zu Moxie, geil. Oh, nice. Soll ich diesmal meine Mondsteine für die Kiste ausgeben, für die Große? Wir gucken alle nacheinander, nach der Reihe. So. Okay. Ja, du, können wir machen gleich. Kannst du machen. Dass du nicht immer deine Mondsteine opferst. Ja gut. Ja, aber scheißegal, ey. War mich nicht so wichtig. Okay, yeah. Oh, was ist das? Flagtrap, Doppelgänger, Flagtrap. Baroness, totaler Müll. Jetzt hast du die Mondsteine ausgegeben. Oh, lol. Schöne, fette Beine. Oh, die Pistole ist nice. Welche? Beide nice. Warte mal. Such dir eine aus. Ich nehm die untere, ja. Für den Schilde ist gut. Kann ich die eine raushauen, ja. Oh, ich würde die unten rechts würde ich auf jeden Fall nehmen, weil ich habe aktuell keine Waffe gegen Panzerung. Dann habe ich wenigstens eine. Zack. Ja, nimm die ruhig. Ja, die sieht gut aus. Die kann auch ein bisschen genauer stehen. Willst du denn die andere noch nehmen? Gegen Fleisch? Ja, ich guck gerade. Ich vergleich gerade. Besser ist, warte mal. Guck mal, ich habe sogar ein Laservisier an der Waffe. Ja, ist ja nice. Ja, ja, auf jeden Fall jetzt bitte. Raketenwerfer. Zick. Ich hätte gerne neue Schrotflinte, ehrlich gesagt. Neue Schroti? Ich gehe mal in der Zeit eben, während du noch guckst, mal meine Muni vollfüllen. Das sammel für dich ja, glaube ich, auch auf. Ja. Ich gucke jetzt gerade alles, ich markiere jetzt mal alles, was ich behalten will. Ja, ich mache das gleich offscreen. Ja. Wenn wir jetzt zurück zu Moxie gehen, dann, ja, dann sind wir ja eh in der City. Hier sind übrigens noch blaue Sachen, ne? Ja, die Granatenmod noch, ne? Ja, und aber ein guck Schild. Mal, ist das ja Granaten. Zwei Schilde. Scheiße. Hier, guck mal, der Granatmod, da steht 111, ja, was heißt das denn? Ja, das steht bei meinem auch. Das hab ich mich auch gefragt. Keine Ahnung. Ey, ich bleib bei meinem. Aber ich will rausfinden, was meine Granate. Was ist E gleich MC2, was zum Teufel? Ey, willst du, zeig dir mal ganz kurz meine. Hier, kannst du mal meinen gucken, den ich hab die ganze Zeit. Achso, ja, willst du meinen auch mal angucken dann? Ah.
Ja, der ist nett. Ehe gleich MC-Quader, was zum Teufel. Ja, und Level 13 vor allem, so war ich so. Ich wusste gar nicht, dass man auf unserem niedrigen Level überhaupt schon legendäre Sachen finden kann. Ja, wahrscheinlich. Ab welches Level ist denn das? Warte. Der ist 16. Ah, okay. Aber wahrscheinlich ab Level 15 würde ich mal schwer behaupten. Kann gut sein. Alles klar. Wir müssen nach Concordia. Machst du? Jo. Auf zu Mima Moxie. Also der Constructor sieht aber echt nicht mehr gut aus. HP Leiste ist ja auch nicht mehr so voll. Erst bauen wir ihn zusammen, dann machen wir ihn kaputt, GG. Moxie. Boah, hier sind voll viele Quests. Ich glaube, wir werden jetzt gleich viele Nebenquests machen. Ja, guck mal, dann können wir die alle noch annehmen und dann... Ja, erstmal zu Moxie. Doch, schon wieder Ende. Ja, ja. Erstmal ah, guck mal, hier Rolle. Ist Jack. Wow. Ich rede mal mit Jackie. Übernimm eine alte Dahlfabrik und besorge Jack seine Roboterarmee. Kann wieder zocken. Ein Gehirn hast du und die Muskelkraft jetzt auch. Dann los. Ah, guck mal. Jetzt wird's richtig lustig. Neue Schrotti für mich. Mach mal dein Inventar aus. Ich hab etwas Beute für besondere Anlässe versteckt. Das hier dürfte einer sein. Bedien dich. Kapitel 7. Trautes Heim, Glück allein. Oh, und wir kriegen von Moxie noch mehr Loot, Alter. Nice. Fett. Was denn noch? Hat die das da hingeworfen oder was? Oder wo war der noch? Der Nein, hier. Loot? Hier, bei mir. Ah. Ich hab 3x7 und... Oh, krieg ich einen Skin. Ah, warte, Gladiatorin okay, hast du doch, los, ne? Leute. Ja. Das Störsignal ist aus. Wir haben eine Roboterarmee. Zeit, die Helios zurückzuerobern und den Todeslaser abzuschalten. Roland und ich stoßen dazu und unterstützen euch. Und ich feuere euch von diesem gemütlichen Lokal aus an. Ich weiß nicht, wie haarig die Lage dort oben ist, also... Das linke ist geil. Los geht's. Wir zischen die Schnellreise hoch. Du kommst nach. Okay, nach da oben gehen wir später. Brauchst du das Schild? Ja, ich würde es nehmen. Aber warte, ich kann dann dir mein altes, glaube ich, nehmen. Das war nämlich auch nicht schlecht. Ja, nee, ich hatte nur gedacht, nehme ihn wegen dem Schmettern, weil ich das recht viel nutze. Das klang ganz witzig, aber ich habe ja schon den legendären Granatenmod, ne? Ja. Ja, mit dem Roid-Schaden, ne, weißt du? Das ist nicht schlecht. Ja, ich habe Kryonova. Das ist ziemlich geil. Was hatte der nochmal da drunter stehen? Ich habe schon vergessen, der Schild, der andere. Welcher jetzt, wenn ich meinst du? Den ich jetzt hab. Ja. Bring gefällig. Ja, da Chance bei Beschädigung ein Slammer-Schild-Booster abzuwerfen. Slammer erhöhen beim Aufheben für Kurzzeit der Bewegungsfeuer und Nachladegeschwindigkeit. Ja. Ah, das ist nice. Ich hab übrigens mir ganz dreist das Gewehr, was da lag, genommen, ne? Ja, kein Ding. Warte. Ich zeig dir das nochmal. Ich dachte, du ständest hinter mir. Kannst ja auch mal vielleicht gucken, wenn du einen Skin für meinen kriegst, oder weil, kannst du den auch vielleicht geben, also für den Charakter. Ja, also der Vibrator, das ist eher was für mich, glaube ich. Miss Moxies Vibrapuls. Wäre wieder kein Geld mehr hier. Oh, geil. Einmal muss ich noch. Ach, leck mich. Scheiß Spielsucht. Okay. Aber wenn du Glück hast, kriegst du dann Skin immer raus oder so. Oder ja. Aber warte, ich muss mal ganz kurz hier jetzt mal meine Waffen ein bisschen durchtauschen. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir die Quest noch an und dann. Ja, die Waffen sortieren mache ich dann im Offscreen. Ja, nehmen wir die Quest noch an und dann machen wir Ende im Gelände und dann ich geht's zum los. Nächsten Runde. Ich gehe da hinten hin. Gehst du beim Brett annehmen? Ja. Soll ich schon zu Nina. Ja, hau rein. Yeah. Oh, zwei Stück sogar. Reinen Tisch machen zuerst. Wie wäre es mit noch etwas mehr Rache nach einem Tod aus Rachsucht? Der Bürriff, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen.
Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huxter hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und 3 pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Klingt gut, Ernst? So, und jetzt die nächste Quest. Lieferung bis Bordsteinkante. Dies ist eine der Situationen, in denen auf gar keinen Fall irgendwas Böses passieren kann. Okay. Bestimmt. Aber das ist interessant, hier gibt auch ein blaues Sniper, ja. Bisschen uns Gegenstand. Hallo. Ist das Ding eingeschaltet? Oh ja, das Lämpchen leuchtet. Ich bin Sir Hammerlock, Zoologe auf Pandora. Auf diesem Mond gibt es einige faszinierende Kreaturen, aber eine Spezies hat es mir besonders angetan. Ich halte nichts von interplanetaren Reisen. Könntest du also für mich ein paar Exemplare fangen und runterschicken? Okay. Also, ich soll... Wenn wir den... Mir egal, solange ich Kohle sehe. Sehr gut. Die Kreaturen, um die es geht, heißen Moonthrasher. Eine bislang unbekannte Spezies, vermehrt sich anscheinend wie die Karnickel. Könnte eine seltsame Evolution fleischfressender Pflanzen sein. Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt an. Ich bin ja bei Springs noch. Und hier ist noch ein Echo, ja? Ein blaues. Ja, warte kurz. Märchenbuch für Kinder. Ich gehe erstmal bei Nina annehmen. Liebe und Triebe. Schwester Nina braucht Partner. Du wählen Partner aus. Verehrerliste. Schwester Nina brauchen dich für Liebe. Oh, nein, falsch gesagt. Nina ist einsam, braucht Partner für Liebeszeit. Nina gefunden 3, wie sagt man, Kandidaten. Kandidatin noch nicht wissen, das sind Kandidaten. Nimm Blumen, nimm Liebeskarte vom Tisch. Okay, ich nehme die Geschenke mal schon mal. Nina schickt dir Koordinaten, ja? Du suchen Kandidat Nummer 1. Okay, der Arme, der tut mir jetzt schon leid. Okay, redest du mit Springs? Ich komm zu dir. Ja, ich quatsch erstmal das Echo an, was der vorliegt noch. Ja. Springs Geschichten für noch nicht... Was sie sagte. Was? Lasst uns Helden sein. Springs Geschichten für noch nicht sehr Erwachsene. Das ist noch der vorläufige Arbeitstitel. Deadlift hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Janie hat's gesehen. Deadlift muss gehen. Voll das Mobbing. Ah genau, warte, ich quatsch die Springs noch an, dann können wir auch was. Ach so, okay, dann mach du. Jo, nichts ist niemals eine Option. Ein geheimnisvolles Notsignal von der Mondoberfläche muss untersucht werden. Machen wir noch auch. Ich habe in Outlands ein altes Notsignal aufgeschnappt. Kann sein, dass jemand Hilfe braucht. Oder es gibt dort fette Beute zu holen. Ich lade dir die Koordinaten auf dein Echo. Ich bin ausgetrocknet wie ein... Ich wette, ich bin nicht die Einzige, die Signale hört. Sind ein Haufen Schiffe runtergekommen beim großen Bersten. Gab eine Menge Not und wenig Hilfe. Wenn andere auf die Idee kommen, dass dort was zu holen ist, wollen die sicher auch ihren Rüssel in den Trog stecken. The fuck? Rüssel in den Trog stecken. Okay. Okay, dann haben wir jetzt einiges an Quests angenommen. Können wir jetzt offscreen... Gehen wir jetzt offscreen... Keiner gesehen. Ja, also ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz, genau, Waffen verkaufen und Skillpunkte gucken, das Übliche halt, und sehen uns dann für eine ganze Reihe Nebenquests beim nächsten Mal wieder, ne? Jo. Bis dahin. Dann bis dann. Tschüss.